Weh dir. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد Dass du eine gute Meinung über deine Seele hast. Niemals! Sonst wirst du sie nicht ändern. Und du wirst sie nicht erziehen. Und du wirst, wallahi al-azim, verlieren. Allah azza wa jal sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُوا O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Einfache Wörter. Fürchtet Allah, aber so schwer umzusetzen. Fürchtet Allah, was haben wir gesagt, was ist die Gottesfurcht? Was sagt Imam Ahmed? Dass du das unterlässt, was du fürchtest. Richtig, dass du das unterlässt, was dich zu dem bringen kann, was du fürchtest. Alhamdulillah. Wenn du das gelernt hast, ist das eine Menge heute. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorbereitet hat. Und fürchtet Allah. Subhanallah. Zweimal Allah fürchten, vor der Tat und nach der Tat. Warum? Die Gelehrten sagen, nichts bringt dich dazu, eine gute Tat zu machen, außer wenn du Allah fürchtest. Aber wenn du dann diese Tat gemacht hast, gefalle dir danach nicht selber, indem du sagst, das war sehr gut. Du sollst Allah zweimal fürchten, vor der Tat und nach der Tat. Weil es gibt Leute, sie werden betrogen vom Shaitan, dass sie sich selber bei der Tat gefallen. Er sagt, also ganz im Ernst, ich bin sehr zufrieden mit meiner Tat. Und der Ärmste weiß nicht einmal, ob Allah diese Tat angenommen hat. Er war Allah. Er gefällt sich schon selber. Deswegen sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und er nannte diese Sünde von Al-Muhlikat. Muhlikat bedeutet die Sünden, die dich vernichten. Er sagte, I'jabu mar'i bi nafsi, dass ein Mann sich selber gefällt. Das ist eine Todsünde. Was heißt, dass er sich selber gefällt? Du spendest 10 Euro, sagst, ich muss schon sagen, super. Was haben wir gesagt? Was ist unser Lebensweg? Du tust und machst und fürchtest, dass Allah deine Taten nicht annimmt. Und das ist auch ein Grund, warum viele vom Islam wieder abfallen. Sie gefallen sich bei ihren Taten. Ich bin Multazim, ich bin praktizierend. Wer kann mir das Wasser reichen? Du bist Mubtadib. Geh mal. Du bist Kafir, Ibn Kafir. Und du bist Munafik, Yahma. Ana al-Multazim. Ist das nicht die Wahrheit? Und wir sagen zu ihm, heute richtest du und morgen wird über dich gerichtet. Eine Person, der Allah fürchtet, er macht seine Tat richtig. Und er fürchtet, dass Allah diese Tat nicht annimmt. Subhanallah al-Azim, ja, ey wallah, dass Allah diese Tat nicht annimmt. Deswegen hört, wie die Sahaba radiallahu anhum waren. Und allen voran der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, Ala radiallahu anha wa ardaha, al-Ansariya. Sie sagte einmal, qalat, rahmatullah alaik, ya Aba Sa'id. Allah soll mit dir barmherzig sein, O Abu Sa'ib. Sie meinte Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu arda, einer der großen Sahaba. Er war der Erste, der in Al-Baqi' bestattet wurde. Der Erste. In Al-Baqi' der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Auftrag von Allah bekommen, abends zu dem Friedhof zu gehen, Al-Baqi' und Dua für diejenigen zu machen, die in Al-Baqi' liegen. Allah hat das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen. Und Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu, war einer, der bekannt war für seine Taten, liebe Geschwister. Und in einer Überlieferung heißt es, der Prophet hat geweint,
als Uthman ibn Mad'un gestorben ist und die Tränen vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam sind auf das Gesicht von Uthman ibn Mad'un gekullert, das reicht für diese Person. Sie sagte zu ihrem Mann, weil er als Shahid gestorben ist, sie sagte, Allah soll mit dir barmherzig sein, oh mein Mann, Uthman ibn Mad'un. Shahadati alaik, laqad akramaka Allah. Mein Zeugnis für dich ist, Allah hat dich bereits geehrt. Du bist als Shahid gestorben. Subhanallah al-Azim. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wa ma yudriki, anna Allah akrama. Was lässt dich denn wissen, dass Allah mit ihm barmherzig war? Qalat la adri bi abi anta wa ummi. Ich weiß es nicht. Mein Vater und meine Mutter sollen für dich geopfert sein, ja Rasulallah. Qala amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih. Was ihm anbelangt, so hat ihn der Tod erreicht. Wa ana arju lahu al-khayr, und ich hoffe das Beste für ihn. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Er sagte zu ihr, bei Allah, und ich bin der Gesandte Allahs, ich weiß nicht, was mit mir passieren wird. Subhanallah. Woher nehmen wir diese Gewissheit, dass wir schon im Paradies sind? Wer hat uns das gesagt? Wer hat uns gesagt, wir sind im Paradies? Wer hat uns angelogen von diesen Lügnern, die nicht das Recht haben, uns zu sagen, dass wir im Paradies sind? Dass wir im Paradies sind. Und es ist unsere Seele, die uns anlügt. Die uns sagt, du betest doch manchmal Jum'ah. Du bist besser als Hamude, der Türsteher. Du bist besser als er. Schwester, du hast ein Kopftuch. Du bist besser als Leila, die mit jedem Jungen ausgeht in der Schule. Guck mal, wie Shaitan uns betrügt. Wie unser Nafs uns betrügt. Besser als wen? Und deswegen, liebe Geschwister, sollten wir eine Sache verstehen. Die Sahaba radiallahu anhu, sie sagten, لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت. Wenn ich wüsste, dass Allah nur eine einzige Niederwerfung von mir akzeptiert, so würde ich mir den Tod wünschen. Denn Allah sagt im Koran, إنما يتقبل الله من المتقين. Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an, und wenn er nur eine Tat von mir angenommen hat, dann weiß ich bin ein. Sonst hätte er es nicht von mir. Einer, der das gesagt hat, war Ali ibn Abi Talib. Radiallahu anhu arda. Allah und sein Gesandter lieben ihn. Und er hat diese Botschaft in dieser Dunya bekommen. Und er hat versprochen bekommen, dass er in das Paradies geht. Und er sagt, wenn ich nur wüsste, dass Allah nur eine einzige Tat von mir annimmt, ich würde mir den Tod wünschen. Weil ich wüsste, ich wäre ein Gottesfürchtiger. Bist du besser als Ali ibn Abi Talib? Bist du besser als Ibn Mas'ud radiallahu anhu? Bist du besser als Abdullah ibn Umar? Und Umar ibn al-Khattab selber, er wurde niedergestochen mit dem Messer, liebe Geschwister. Dann kam Ibn Abbas radiallahu anhu später und hat mit ihm geredet. Er sagte, Qutil, Shahida, du bist als Shahid gestorben. Du bist als Märtyrer gestorben, weil ein Perser, Abu Lu'lu' al-Majusi, la'anatullah alayhi fi dunya wal-akhirah, er hat ihn getötet, liebe Geschwister. Dann sagte Ibn Abbas, du bist als Märtyrer gestorben. Wa qad sahabta Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Und du hast den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam die gesamte Zeit über begleitet, während er mit dir zufrieden war. Und du hast Abu Bakr begleitet, während er mit dir zufrieden war. Nachdem er ihm diese Worte gesagt hat, sagte Umar ibn al-Khattab, Al-Maghruru, man gharartumuh, derjenige, der betrogen wurde, ist, den ihr betrogen habt. Was erzählt ihr mir hier von meinen Taten? Wer sagt euch, dass Allah diese Taten von mir annimmt? Wallahi, lau annali min al-ardi zahaban, laftadaytu bih al-yawma min azabillahi azza wa jal. Bei Allah, wenn ich so viel Gold besitzen würde, wie es in dieser Welt geben würde, ich wäre bereit, alles zu spenden, um mich vor der Strafe Allahs zu schützen. Umar ibn al-Khattab. Aina anta min Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ah, wir sind sicher. Wir sind im Paradies. Wer sagt dir, dass wir im Paradies sind? Wer sagt dir, dass wir jemals dieses Paradies sehen werden? Außer mit wem Allah azza wa jal barmherzig ist. Möge Allah azza wa jal mit uns allen barmherzig sein. Amen. Subhanallah al-Azim, diese Leute, die Anrecht hatten, zu sagen, wir sind durch,
Wallahi, sie haben es nicht getan. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anh, er sagte, wenn ein Fuß von mir in Al-Jannah eingeht, dann fühle ich mich nicht sicher vor der Strafe Allahs, bis mein anderer Fuß auch eingegangen ist. Subhanallah. Diese Leute, wallahi, sie hatten Recht zu sagen, ich bin im Paradies, weil ihnen dieses Versprechen gegeben wurde. Wer hat uns versprochen, dass wir im Paradies sind? Und das Schlimmste ist, wenn du deine Seele erziehst, dass du sie betrügst. Dass du sie betrügst und sie dich betrügt. Dass du sagst, alles ist gut, alles ist schön. Nein, du musst so rechnen, als ob du jeden Moment ins Höllenfeuer hereinkommen kannst. Das heißt nicht, dass du danach in Depression fällst. Nein, das soll dir helfen, mehr gute Taten zu machen. Dass du viel über den Tod nachdenkst. Weil wenn du viel über den Tod nachdenkst, dann wirst du automatisch mehr gute Taten machen. O Diener Allahs. Und deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, la yasu'u dhanna bi nafsihi illa man 'arafa. Keiner wird eine schlechte Vermutung über seine eigene Seele haben, außer er kennt diese Seele. Subhanallah. Wa man ahsana dhanna bi nafsihi fa huwa min ajhal an-nas bi nafsihi. Und derjenige, der sagt, ich bin gut, so ist er der Unwissendste unter den Menschen, was seine Seele anbelangt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wir haben beide eine schlechte Seele. Abul Bara, wir haben doch gelernt, dass wir guter Hoffnung sein sollen auf die Begegnung mit Allah. Richtig. Und deswegen sagen wir, wir sind keine guten Menschen, aber Allah ist großzügig. Und wenn Allah will, dann vergibt er uns. Nicht wegen uns. Sogar der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, niemand wird yawm al-qiyama errettet aufgrund seiner Taten. Dann sagten sie, auch du nicht, ja Rasulallah. Er sagte, auch ich nicht, außer Allah ist mit mir. Barmherzig. Barmherzig. Deswegen bitte Allah jede Nacht darum, dass er barmherzig mit mir und dir ist. Damit wir immer wieder und immer aufs Neueste verstehen, dass wir noch lange nicht das Paradies erreicht haben. In deinen Augen vielleicht schon. Und du denkst, ich habe viel erlitten für die Religion. Du hast gar nichts erlitten. Du hast gar nichts erlitten. Bist du im Krieg? Machst du das mit, was Leute im Krieg mitmachen? Ein Sheikh, er sagte zu den Leuten, worauf bildet ihr euch etwas ein? Nur weil ihr am Montag fastet? Ja, ihr fastet am Montag, aber dann isst ihr bis Donnerstag. Ja und dann? Was ist das für ein Fasten? Worauf bilden wir uns etwas ein? Dass wir ein paar Tage gemacht haben? Und Allahu alam, ob Allah azza wa jalla sie angenommen hat. Wir müssen das als Aqidah haben. Wir wissen nicht, was mit uns passiert. Kommen wir in das Paradies? Allahu alam. Allahu Akbar.